Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Knallhart durchgenommen Teil. Und was zuletzt passiert ist, ist, dass ja, mein Name Etienne, den Centipede Demon zerstört habe. Das war gut, ja. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Lost Izalith, um was zu machen, Dennis? Um, glaube ich, die letzte große Lord Soul zu sammeln, die wir in das Lord Vessel legen müssen. Oder? Wir haben Seth getötet. Wir haben Naito oder Nito getötet. Wir haben auch schon die Four Kings getötet. Und jetzt fehlt nur noch der Boss in Lost Izalith, oder? Genau. Abgesehen von dem DLC, den wir auch noch vor uns haben, den wir aber ganz am Ende machen, weil ich glaube, der ist so von der Schwierigkeit her auch mit das Schwerste. Wir haben mal ein bisschen Level, ne? Ja. Mal Endurance. Das war's schon. Ja, das ist cool. 21 Vitality. Das ist nicht allzu viel. Ne. Aber sind wir eigentlich bislang ganz gut durchgekommen, ne? Ja, wir haben auch den Ring an. Der Ring of Favor, der uns ein bisschen Vitality gibt. Pass auf, bevor du da Faxen machst, ob du den Ring anhast. Das geht ganz schnell in der Lava. Ja, ist er das? Einzige, was ich mich noch frage, ist, eigentlich brauchen wir noch diese Demon Great Axe, die haben wir immer noch nicht geholt von den Taurus-Dämonen. Wir müssen ja auf jeden Fall noch farmen vorm DLC. Das ist nämlich eine geile Strength-Waffe und wir müssten echt mal langsam wieder mit was anderem zuhauen. Oder? Das ist hier. Ich hoffe, ey, das Problem ist, ihr habt es gesehen, beim Centipede-Endkampf gab es ordentlich Probleme mit Fragmenten und so in der Darstellung. Wir wissen nicht genau, woran es liegt und wir haben keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Wir hoffen einfach, dass die Capture-Box ihre Dienste erfüllt. Es wäre sehr traurig, wenn wir jetzt wieder, wenn nichts zu sehen ist. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es an dieser Welt hier liegt, an den, dass die irgendwie doch. Ich glaube, dass das zu viel Rechenleistung ist. Doch. Nee. Es kam direkt bei dem Centipede und der vielen Lava und so. Da ist Du irgendwas. hast ja vorher schon Lava beim Ceaseless Discharge. Also Ja, aber das ist krasser hier. ja, meinst du, es liegt an der Lava? Ja, einfach an den übertriebenen Okay. Framerate-Effekten oder so. Also hast du, haben die Zuschauer das eigentlich gesehen? Weil ich glaube, Annabelle hat doch da bestimmt ganz klug die Bilder drüber gelegt, wenn wir Bildausfälle hatten, oder? Naja, da kannst du nichts drüber legen. Das ist Doch, einfach. dann ziehst du das Bild von uns groß. Und vielleicht machst du ja gerade einen lustigen Witz oder so. Die fetten Typen da hinten, ne? Ich weiß auch nie, was das ist. Sollen das Dinosaurier Irgendwie sein? so ausgestorbene Drachenbabys oder Ja, ne? sowas. Okay. Was ist denn hier eigentlich jetzt der Plan? Soll ich einfach durchlaufen oder willst du, dass ich irgendwelche Gegenstände hole oder? Ich glaube, es gibt in Lost Izalith in dieser Lava gar nicht viele Gegenstände. Ja, man kann theoretisch auch einfach durchlaufen zum Safe Spot. Das würde ich auch, also ich würde es machen. Oder einfach verbrennen in der Lava. Ja. Das macht zwar jetzt weniger Damage, aber es macht immer noch erheblichen Schaden zur Rüstung. Also pass auf, nicht, dass du dann am Ende mit kaputtem Schwert und Rüstung dastehst. Und die Viecher sind auch nicht zu unterschätzen. Die sind ganz schön crazy drauf. Fiese Typen. Soll ich einfach querfeldein auf Konfrontation, also einfach durchlaufen oder soll ich jetzt den Standardweg gehen? Sag mal, mach mal eine Ansage jetzt. Also für mich ist durchlaufen der Standardweg. Es gibt doch keine Alternative, oder? Da vorne ist der nächste Turm, da müssen wir hin. Was anderes kenne ich nicht. Oder? Gibt's hier noch irgendwas? Okay, pass auf, ich mach einfach. Ja. Ach du Lost. Ja, das meine ich ja. Okay, ich wäre gelaufen, nicht unbedingt unter den durch. Außerdem liegt da links ein Item. Deshalb habe ich eben gefragt, wollen wir irgendwelche Items einsammeln? Da hast du gerade gesagt, es gibt hier keine interessanten Items. Bis auf das eine Ach Item. so. Okay. Oh, der kommt. Er kommt. Oh, die Typen. Crunch.
Ich gehe noch einmal links rum das Item. Bisschen komisch, dass eine Soul in der Schatzkiste liegt, oder? Ja, ne? Welches Item? Siehst du da rechts an der Spitze der Langzunge? Die sieht man manchmal nicht so gut wegen der Lava. Noch ein Stück jetzt. Ganz schwer zu erkennen. Geh einfach die Langzunge lang. Ich sehe gar nichts. Oh. Mir noch nie aufgefallen. Okay. Ja, jetzt kämpfen wir uns zum nächsten Turm, ne? Und ich hab die ja, die spawnen nicht wieder, wenn man die gekillt hat übrigens. Mhm. Und ich hab die damals mit dem Dragon Greatbow, hab ich einen nach dem anderen weggekillt. Aber im Nahkampf sind die nicht so geil. Nee, das stimmt. Die sind ziemlich chaotisch und unberechenbar, weil die auch so hoch springen und du verlierst sie dann aus dem Fokus und... Kann ganz schnell Ende sein mit Manchmal dem. Ist Rennen auch eine Option. Ich kann mich nicht bewegen, Alter. Es geht. Was war das denn? Oh oh. Chaotisch. Easy, Alter. Da hat er es im Griff versetzt. Mutanza! Oh, genau in die Flamme rein. Sehr gut. Ach. Und Denzel ist mit Feuer getauft worden. Doch, da geht's rein, glaube ich, oder? Ist das nicht? Okay. Come on, baby, light my fire. Okay, mir fällt übrigens auch auf, wir sind lebendig und haben 9 Humanity. Ja. Also, wenn wir draufgehen, haben wir auf jeden Fall einen Einsatz, den wir zurückholen müssen. Auf jeden Fall kindle ich das hier erstmal. Das ist ein guter Spot zum Kindle. Das ist nämlich der letzte vor dem Boss. Hm. Oh, und Repair Box kann man auch gleich benutzen. Ja, genau. Machen wir vorsichtshalber. Wolltest du ganz cool sein und alles... Mann, Rüstung ist auch wichtig. Ich glaube, die kriegt noch mehr Damage als seine Waffen. Hab ich doch. Ja, das waren gerade nur die Waffen, oder? Armor, genau. Repair. Repair und jetzt einmal da sind, nämlich das ist die Rüstung. Ja. Roger, Roger. So. Von hier... Da ist auch noch ein Item irgendwo, ne? Hier oben. Genau, da drüber, du hast recht. Sollen wir das noch holen? Auf jeden. Was sagst du so, ne? Oh, der bewegt sich. Die crunchen so geil, wenn man die puncht. Ey, wie kommt man da nochmal hoch? Da hinten, ne? Direkt hinter dir ist die Wurzel. Pass auf, Basilisk vor dir. Wo ist die Wurzel? Jetzt direkt hinter dir. Wenn du von deinem Rücken. Genau, da lang. Die? Ja, schau jetzt mal hoch. Da siehst du, die führt da. Das ist die Wurzel, die da hochführt. Du musst im Grunde zum anderen Turm fast. Da fängt die Wurzel an. Genau, die ist direkt vor dir, links jetzt. Das ist sie. Ganz schön tief jetzt, ne? Ja. Ganz weit unten. Ist das der tiefste Punkt im Spiel? Oder ist Ash Lake noch tiefer? Wahrscheinlich, ne? Der ganze Baum ist ja auch sehr lang. Ja. Das ist beides scheiße tief. Das liegt hier nur. Okay. Ja, von hier kann man die bestimmt cool mit deinem Great Bow. Ja. Die bringen, glaube ich, 2.500 Seelen, was gar nicht wenig ist eigentlich. Ich glaube, die bringen sogar 6.000. Ja, ein Plus vielleicht. Ach so, ja gut, das kann sein. Guck nochmal auf die Stadt. Rechts.
Kennst du Angkor aus Kambodscha? Mhm. Diese Tempelanlage? Ich kenn's eher aus Civilization. Ja, ne? Oh, du hast so recht. Wie heißt es? Angkor Wat oder was? Also, Angkor. Ja, Angkor heißt die City und Angkor Wat ist dieser Haupttempel, den man meistens kennt. Wow. Sorry. Flapsch. Oh, was ist das? Ja, ne? Ich dachte auch gerade. Ah, ne, das war einfach nur. Graphic Shit. Okay, go, go. Willst du dich noch einmal an die Dings setzen? Brauchst du nicht. Ey, ne? Ich sehe die Farben Stück hier links. So scheiße. Ja, das ist komisch, ne? Dieses Flimmern. Man kennt kaum was hier. Okay. Bisschen zu viel Color Grading, whatever. Leuchti leucht. Es blendet sehr. Oh, ich hoffe, es sind keine Fragmente Dennis, ey. Ach, da sind keine. 100.000 Mal hat's geklappt und dann, wenn ich den Centipede bravourös kille. Also ich sag mal so, Los Angeles ist eigentlich relativ easy, weil man kann einfach straight durchrennen zu dem Punkt, wo man. Oh shit, wir müssen Sieglinde, haben wir noch gar nicht gemacht. Du meinst, wir müssen nochmal in. Blighttown, glaube ich. Nach Blighttown. Okay, ist kein Ding. Dann gehen wir jetzt erst an dem Titanite Demon vorbei und teleportieren uns von da. Weil das der Titanite Demon ist ja der, den man. Brauchen wir bestimmt noch Titanite, oder? Demon Titanite? Den soll ich jetzt machen, den Titanite Demon. Du willst nur das scheiß Pet haben. Titanite Demon ist schwer. Ey, wir machen ja eh dieses ganze Level, bevor wir den Boss killen. Von daher. Man kann auch einfach durchrennen und den Boss killen. Ich finde, Los Isolis muss man nicht so clearen. Tja. Gibt's eh nichts, was wir brauchen. Naja, also. Ich mach das immer so, ich renne ja einfach durch. Wird man eh tausendmal machen müssen, weil man den Boss eh nicht beim ersten Mal schafft. Hol das Item noch links unten. Das. Rechts um die Ecke. Ja, aber jetzt habe ich hier eine Armee von. Alter, das sind die einfachsten Gegner im ganzen Spiel, die du hinter dir hast. Das sind wie die Goombas von Super Mario. Wenn du bei denen stirbst, weißt du, kriege ich das Pad zweimal hintereinander, ne? Lava. Die da oben sind geil. Der SpongeBob. SpongeBob nennst du die? Das ist gut, SpongeBob, ja. Ich weiß auch gar nicht, was der bringt. Den gibt's nur hier, oder? Ja. Nee, den gibt's also nur hier in Los Isolith. Ja. Und die sind eigentlich auch voll Baby. Ja. Wobei es gibt, man kann die aus zwei Perspektiven betrachten. Hast du gesehen, das Maul oben? Die sehen von oben viel böser aus als von vorne. Gibt es hier nicht sogar auch einen NPC-Invade? Ja, genau. Jetzt pass auf, wenn du jetzt gerade hochläufst, ist da ein. Der Zauberer, ne? Dann ist da ein Pyromant und gleichzeitig spawnt nochmal Kirk. Also würde ich an deiner Stelle jetzt schnell hochlaufen, bevor Kirk spawnt und den Pyromanten vorher erledigen. Weil wenn du gegen beide battles, bist du im Arsch. Und pass auf vor seinen Pyros, die hauen richtig rein. Oh oh. Ah, zu lange gewartet. Gefährlich. Und jetzt kommt auch noch Kirk und jetzt kommt das Ding. Ja. Wieso? Wieso hat er den denn nicht geschlagen? Mann! Ah, schönes Pad. Mann! Ja, das ist doof, hä? Halt's Maul! Weil du mich so kirre gemacht hast mit ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ah, oh, du gehst mir auf die Nüsse, Dennis. Mhm. Ich glaube, das war ja deine Schuld. Ich habe dir geholfen. Eigentlich war das super nett von dir. Nee, du hast mich wahnsinnig warnen, wie gut. Ich wäre einfach hingegangen, hätte den umgerotzt. Und dadurch, dass du mir irgendeinen Quatsch erzählt hast,
Du bist hingegangen, hast dich hinter ihn gestellt und geguckt. Vor allen Dingen, was ist das auch für ein Tipp? Achtung, die Pyromanten sind krass. Was ist das für ein Tipp? Hättest du gesagt, Achtung, kreisrunde Flammen erscheinen auf dem ganzen Boden, auf dem du stehst. Das wäre eine Hilfe. Alter, ich habe doch keine Ahnung, was der für einen Zauber benutzt. Der hat auch andere. Ja, deine selektive Wahrnehmung. Du weißt immer, wo jedes Item ist, jeden Namen von jedem Gegenstand. Aber wenn ich einen kniffligen Kampf habe, weißt du plötzlich wieder nicht, mit der geht. Alter, wie ich dich vorher gewarnt habe und so nett war. Sei vorsichtig, der ist richtig krass. Ja. Und wenn das jetzt abkriegt. Dennis macht es jetzt so easy, weil er es nämlich genau weiß. Ganz genau. Ich weiß es nicht genau. Der kann auch andere. Der hat andere Spells. Also den habe ich jetzt auch noch nicht machen sehen. Normalerweise macht er diesen Feuerball, wo die Lava denn liegen bleibt. So kenne ich den. Ey, lauf da einfach weg, wir müssen jetzt die Drecksviecher, die geben 300 Seelen, das bringt doch gar nichts. Lauf da einfach vorbei, kostet einfach nur Zeit. Haben wir eigentlich eine Sprungattacke mit dem Schwert? Sprungattacke, mach dich, wie geht das? So. Ja, haben wir. Oh, oh. Die haben wir auch noch nie benutzt. Ja, ne? Die ist aber auch anstrengend. Ja, aber die haut, die staggert die Typen, glaube ich. Okay, jetzt da oben. Der SpongeBob. Geiles Teil. So. Okay, jetzt leben wir nicht mehr. Das ist natürlich doof. Was mit Kirk? Jetzt kämpfen wir. Sammeln erstmal die Sachen, da sind nämlich 8 Humanities mit drin. Okay. Exakt das wollte ich genau so nämlich auch machen. Und dann kam ich. Ja, dann habt ihr so eine Scheiße erzählt. Homeward Bone, um Kirk zu kriegen, ne? Ja, aber wir werden ja wahrscheinlich eh sterben und den Weg nochmal lang gehen, weißt du, deswegen. Ach ja? Nee, guck mal, wir müssen ja auch, hast du ja gerade gesagt, wolltest du wirklich Sieglinde auch machen? Ja, ich meine, es gibt halt einen Teil. Oh! Tidenite Slap. Ah, das ist mir noch nie passiert! Nein! Ah, Crunchy Crunch! Oh, das ist ja wie in Star Wars. Ah, fuck! Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Alter, komme ich jetzt unten wieder raus, oder geil, was? Geil, ausgeschieden. Die sind voll läppsch. Hätte ich jetzt aber gedacht, dass die mehr Energie verlieren. Aber das ist so eine kleine Hommage an Star Wars gewesen, oder? Fandst du? Klar. Ja, es sah so aus, aber ich glaube nicht, dass sie da Star Wars gedacht haben. Ich glaube schon. Ja? Jeder denkt an Star Wars. So. Neue Pyromancy. Ja, die Fire Whip, die habe ich glaube ich noch nie benutzt. So, hoch geht's. Also hier rechts war der Boss, aber das machen wir jetzt erstmal nicht, weil wir überlegen ja gerade noch, die Sieglinde-Quest zu machen. Die können wir nur machen, solange, glaube ich. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob ich Scheiße erzähle. Muss der Boss noch leben? Ja, zumindest kommt jetzt hier gleich der Part, wo man dann Sieglinde treffen würde. Okay, ich sag kurz die Items ein. Hier ist nämlich eins. Soul of a Hero. Mann, ey. Und ein Schlag, eine hundertstel Sekunde, die gefehlt hat, sonst hätte ich die nämlich interrupted mit ihrem Spell. Ja, aber das ist knapp, da muss man so. Doch, den braucht man ja echt nicht. Jetzt muss ich das leider nochmal laufen. Und dann gehe ich jetzt zurück am Tidenite Demon. Weißt du, was man machen kann? Na? Du Homeward bonest dich zum Lagerfeuer. Ja? Ich bone mich, ja. Dann bonest du dich zu Quilag, also zu Blighttown. Und da ist ja dann schon da rennst du zu Sieglinde. Aktivierst kein Feuer und dann Homeward bonest du dich wieder zurück nach Lost Isles. Das ist eigentlich gar nicht so weit. Auch gar nicht so schwer. Ja, das machen wir so, aber leicht abgewandelt. Vorher mache ich noch den Titan Demon. Ja, alles klar. Cool, das will ich sehen.
Weil dahinter ist ja halt im Grunde noch auch nicht die Quest mit unserem Kollegen, wie heißt er? Solaire. Sunbro. Ey, wenn ihr jetzt übrigens irgendwas hört, ich weiß nicht, ob ihr es hört, bei uns vibriert der Boden, dann liegt es daran, dass hier vor dem Haus gebaggert wird. Mhm. Ja? Oder wir haben Kaninchen als Nachbarn. Ja, da ist es nämlich schon. Ja, weiß ich nicht, ob es jetzt noch geht. Ach so, das meinst du? Ja, da ach, das wird schon. Ja, da unten ist das der Abschluss, ja, ne? Des Quests. Stimmt, ich gehe erstmal hier hin. So, ja, das ist eine fucking schwere Stelle. Aber das müssen wir ja machen. Ich hab sie auch schon zweimal vergeigt. Weil man muss. Der Sieglinde muss. Der springt dann da runter und da sind drei von diesen oder noch mehr oder fünf von diesen SpongeBobs. Und der muss, glaube ich, mehr als die Hälfte seiner Energie noch behalten. Mhm. Und er springt aber einfach nach einer Zeit runter und kämpft gegen diese Viecher. Und man muss dann runterspringen und diese Viecher schnell umhauen. Vor allem mit unserem Schwert, wenn wir auf jeden Fall ihn treffen. Das passiert mir nämlich auch ständig. Du denkst an alles, hetzt da rein und aus Versehen triffst du ihn irgendwie und dann greift er dich an. Man kann die auch nicht jetzt schon irgendwie vorher weg... Nee, da muss man auch aufpassen, das klappt dann auch nicht. Vielleicht okay. Es kann sein, dass es eh nicht mehr geht, sobald du Lost Isolis schon betrittst. Also müssen wir mal gucken, ob Sieglinde noch in Blighttown ist. Dann kannst du erstmal hier schön... Den habe ich auch schön mit dem Dragon Great Bow gemacht. Kein Problem im Nahkampf. Das ist ein Arschloch. Das ist der schwerste Teil in der Demon von allen. Und vor allem, wo wir uns hier befinden, ist halt auch nochmal... So, an seinen Schwanz ran. Einmal zu haken, komm. Okay, wie viel Energie hat er verloren? Nix, ne? Och, der verliert ja echt nix. Muss volles Stamina. Nicht haben. Runterdrücken! Oh oh. Ich glaube, der droppt auch den Titanite Catch Pole, also die Waffe, die der hat, und die ist eigentlich ganz geil. Die habe ich in meinem, mit meinem anderen Charakter habe ich die gemaxt. Die ist ganz cool, die macht Spaß zu spielen. Gut, Dennis. Lass mich vorbei! Spring nicht rum, Alter! Einen Schlag noch, glaube ich. Aber, naja, noch mehr. Und einer noch. Nein! Yeah! Oh. Edmund Denzel! Alter, das ist so ein bisschen mehr Denzel! Gleich zwei Demon Titanites. Das ist echt gut, weil die braucht man ja für viele Bosswaffen, um die zu verbessern. Naja, so viele haben wir aber auch jetzt nicht, die wir da nutzen. Das Spiel ist fast fertig. Ja, stimmt schon, aber ich brauche die in meinen Playthroughs ständig. Oh, da vorne ist ein Lizard! Lizard! Und Denzel ist viel zu lahm. So ein bisschen rechts laufen, damit er gegen die Wand prescht und nicht da die Straße runter. Und jetzt! Zweihändig! Oh nein! Nein, nein, nein! Oh, wir sind zu langsam. Fuck. Ah. Jetzt neu starten, dann ist er wieder da. Na. Der droppt eh nur irgendwie eine grüne und ein Twinkling, das brauchen wir eh alles nicht mehr. Ich glaube, richtig wichtig waren die in Demon's Souls, ne? Weil ja. Die da die großen. Hier sind die nicht so wichtig. So, und wer ist da, ha? Solaire, und er ist sauer. Weil wir Solaire-Quest falsch gemacht haben. Wie, ja? Kann es auch anders machen, sodass er nicht aggressiv wird, ja. Echt? Ja. Und wie muss man das machen dann? Das weiß ich nicht genau. Das ist ein guter Sunbro. War jetzt ein bisschen, Na gut. Ja, das ist, ich wusste nicht, dass das auch anders geht. Nee, ich glaube, es hätten wir jetzt auch, ich weiß nicht, es ist auch kompliziert, irgendwie geht es, ich weiß aber auch jetzt eh nicht. Ja, kriegt man die ganze Ausrüstung von ihm? Taucht das Sunlight? Hier ist einer, der rote Augen hat, siehst du den? Der droppt halt den Hut, der leuchtet.
Die Tür kann man übrigens öffnen und das ist dann der Shortcut. Den ich eigentlich ursprünglich mal meinte, der mich 5 Euro gekostet hat. Wenn du, Sunlight Maggot. So, hier haben wir alles. Hier, die Tür kann man freischalten, wenn man bei der Chaos Queen im Covenant ist. Genau. Oder so. Das war doch eine andere Abkürzung dann. So, genau. Und dann sind wir nämlich hier auf der anderen Seite. Da oben ist der Bruder vom, der Feuerbruder vom Stray Demon und der Centipede. Das haben wir ja gesehen. Aber wir machen jetzt, wir bonen uns. Wir müssen auch echt mal Homeward Bones kaufen, ey. Wir haben nicht mehr so viele. Nee? Oh, 4. Ja, okay, vielleicht kriegen wir das ja. Ist da nicht eine Verkäuferin unten im Busch? Haben wir alles hier oder machen wir jetzt einen Fehler? Tu es. Wenn du Sieglinde machen willst. Oder wir scheißen auf Sieglinde und auf das Titanite Slab. That's what I thought. Nee, also das müssen wir auf jeden Fall probieren, weil wir beide das noch nie geschafft haben und ich glaube viele da draußen auch noch nicht, weil es einfach so unglaublich kompliziert ist, die Quest von dem Zwiebelknight zu Ende zu bringen. Das wäre lustig, wenn wir es jetzt endlich das erste Mal schaffen würden. So. Chamber. Nee. Ja. Da. Was denn? Nix, das Gerüttel von draußen. Also ich meine, unser Gebäude ist ja jetzt auch nicht das Neueste. Mich würde nicht wundern, wenn gleich der Putz so ein bisschen von der Decke bröckelt und so Risse entstehen. Genau. Kannst du übrigens, da wenn wir da eh nicht Mauer, beide, ne? Der eintreten, dann können wir die eh wegbatschen und dann kriegen wir zumindest noch eine Firekeeper Soul. Und das Rite of Kindling haben wir auch noch nicht benutzt. Ja, aber das würde ich aber am Hub machen. Die töten wir, nachdem wir das Bed of Chaos getötet haben, weißt du? So lange brauchen wir noch den Teleportpunkt. Ja. Und außerdem, da hinten liegt da nicht nachher noch Kirks Rüstung, wenn wir Kirk jetzt gleich noch einmal killen in lebender Form. It's possible. Was war der Plan? Aber zurückgehen, ne? Ja, das ist zwar auch ein ganzer Weg, aber es ist immer noch der leichteste Weg, wo man eigentlich nicht kämpfen muss, um nach Blighttown zu kommen. Weil sonst hat man nur diese zwei herkömmlichen Wege. Hast du auf die Uhr geguckt eigentlich? Naja, ich weiß, dass wir eh nur... Nee. Nee, Annabelle hat's gelöscht gerade. Ja, aber wir haben bis noch ein bisschen. Ja. Vielleicht erklären wir nochmal einmal ganz kurz die Quest mit dem Zwiebelknight, weil wir halt voll davon ausgehen, dass die Leute alle raffen, was wir meinen. Genau, zum ersten Mal hat man den gesehen vor Zen's Fortress. Da saß der da, als wir noch nicht die Glocken geläutet hatten. Boah, das kommt mir vor, als ob das schon Jahre her ist. Ja. Als das Gatter noch unten war und da saß er da und war völlig verwirrt. Dann haben wir die zwei Glocken geläutet, haben das Gatter aufgemacht und seitdem ist er auf seiner Quest. Und wir haben ihn dann immer wieder... an verschiedenen Stellen im Spiel getroffen, haben dann, glaube ich, seine Tochter in Anor Londo getroffen und befreit aus einem Crystal Golem. Und hier müsste es rechts auch noch ein Item geben für uns. Ich glaube, den Great Club oder irgendwie sowas. Bei den Mistkäfer. Aber ich mache erst unser primäres Ziel. Das ist eine Strength-Waffe. Ja, auf dem Rückweg vielleicht, aber erst jetzt zu Captain... Zwiebelknight. Ja, jedenfalls, wir müssen dem übrigens auch irgendwelche Sachen geben. Was muss man dem nochmal geben? Von den Purples hier, die ich gerade auch ausgewählt habe. Aber ich wollte eigentlich... Rusted Ring. Ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ist es halt so, dass, genau. Wir den da jetzt halt und so. Den suchen wir jetzt. Um das Quest dann eben mit ihm zu beenden. In Dark Souls gibt es viele so Quests, also wie gesagt, auch mit Solaire und noch mit anderen NPCs. Aber die sind echt teilweise ohne Wiki kaum zu lösen. Also wenn du da nicht genau weißt,
was du machst. Du kannst natürlich per Zufall auch mal eins lösen, aber es ist unheimlich undurchsichtig und unklar, was man eigentlich genau machen muss, damit irgendein NPC an irgendeiner Stelle X auftaucht oder so. Was aber auch irgendwie geil ist. Ja, finde ich auch. Besonders das mit Logan, dass man am Ende eigentlich nochmal dahin muss, wo man Seth das erste Mal getroffen hat und so. Ja, das macht die Welt irgendwie so lebendig, weil du kannst echt nochmal an Orte kommen, die du schon längst abgegrast hast und entdeckst da nochmal was. Irgendwie liegt da plötzlich was oder ist jemand aufgetaucht oder so und das gibt dem Ganzen noch so eine gewisse Mystik, die mir ganz gut gefällt. Nicht so wie in vielen anderen Spielen, wo einfach nach einem Gebiet, nachdem es geclearet ist, gehst du da nie wieder hin. Ja. Und es steht hier, müsste ja nicht hier stehen. Oder ist er da hinten? Siehst du ihn schon? Ist er das? Da ist er! Ja, sehr gut. Ja, im Grunde ist die Quest ganz einfach. Man muss nur immer wieder mit den Leuten sprechen. Man muss sie halt auch finden. Genau, man muss sie finden. Und sie wechseln ihre Position häufig erst, nachdem man irgendwas in der Welt gemacht hat. Und man, ja, es wird nirgendwo gesagt, dass dieser Typ irgendwie eine Quest hat, was man machen muss und was es bringt. Hau ihn nicht. Ja, ja, deswegen gehe ich gerade ein Stück zurück. Die Typen kann man hier, die Blutegel, die kann man übrigens gut farmen für Green Tide Knights. Und Large. Und Large Tide Knights. Droppen manchmal 5 auf einmal. Zack, da sind sie. Genau, das ist die letzte Station von ihm. Man muss mit ihm sprechen, danach taucht er in Lost Isolis. Oh ho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far, but I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare a few scraps of moss? Fantastic! Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation. Well, das Pierce Shield, Pierce Brosnans erste Wahl. This too is the will of Lord Gwyn. Na gut, da hat er ja sogar gesagt, ne, Lost Isolis, also kannst dich Homeward bauen. Ja, oder willst du jetzt den Great Club holen? Gucken wir mal, ne? Wir haben jetzt auch super viele Humanity. Da müsste auch der andere Club droppen, weißt du, von den dicken Typen. Aber ich kann jetzt auch nicht den Dropring anziehen, weil wir brauchen den. Mal gucken, ob ich die dicken. Gegen die kämpfe ich in der Regel gar nicht. Ich auch nicht. Die gehen mir zu doll auf den Sack. Beziehungsweise beim ersten Playthrough haben die mich so beeindruckt, dass ich die nie wieder aufgesucht habe. Ja, ne? Es gibt so Gegner in Dark Souls, die guckt man sich so an und denkt so, besser nicht. Ja. Und dann, ich kann auch ohne dich leben. Und dann lässt man die. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass wir hier jeden Endboss umhauen und dann irgend so einen 0815 Gegner leben lassen. Also, da wehre ich mich ja schon gegen, ey. Stark. Okay. Hier liegt ein Item. Ach, das ist aber. Ist das nicht nochmal diese Giftwolke? Ja. Ey, dein Gehirn. Die übrigens gar nicht so schlecht ist. Damit kann man durchaus was anfangen, wenn man auch Pyromancy nicht so krass geskillt hat. Achso, ich dachte, du meinst mein Gehirn gerade. Ist auch sehr lecker. Ja, die Wolke ist ganz cool eigentlich. Aber ich habe sie ehrlich gesagt nur an einer Stelle benutzt, die wir alle kennen mit den Phalanx-Typen. So. Okay, wo seid ihr, Fetten? Ist das noch ein Stück? Ja. Ach, hier sind wir erst. Da ist das Bonfire. Und oben Blighttown haben wir auch noch nicht alles gemacht, ne? Aber, ja, das stimmt. Aber... Ey, dafür müsste man uns nochmal extra Geld geben, wenn wir durch Blighttown gehen. Das macht man nicht freiwillig, diese furchtbare Welt.
Oh, hör auf zu werfen mit deinen dicken Dingern. Oh, zwei. Cool, zwei. Ich kämpfe immer gerne gegen zwei. Nein! Roll nicht deinen Scheiß! Nein! Was macht nochmal Dankpai? Das macht so ein bisschen toxic. Pickaxe. Ich hatte noch nie eine Pickaxe in dem Spiel. Aus Demon's Souls kenne ich die noch. So, der große Club. Okay, und wenn wir jetzt hier weitergehen, ist nichts mehr, ne? Wolltest du noch was sagen? Oder soll ich mich jetzt bauen? Bauen dich. Okay, jetzt bauen wir uns zurück. Der Plan war super. Und dann dürfen wir aber nicht vergessen, uns nochmal lebendig zu machen. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Weil sonst verpassen wir Kirk. Und dann beenden wir sozusagen die Kirk-Quest. Ne? Das ist ja auch cool. So, reversieren. Wah. Boah. Ja, scheiße, Romantiker, ey. Das geht mir immer noch auf die Nüsse, ey. So. Schnell noch den. Ist mir letztens passiert. Anstelle dieses Orange Chart Rings. Es gibt noch einen anderen, der so ähnlich aussieht. Den haben wir gar nicht. Hab ich den aus Versehen letztens mal angezogen gehabt. War ein recht kurzer Fehler, den ich gemacht habe. Was los? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Zu sterben, ja. Ah, okay. Aber Bed of Chaos schaffst du eh nicht beim Boss. Ey, ja, Bed of Chaos ist auch kein Boss, auf den ich heiß bin, echt. Lustig ist es, wenn man den im Koop macht und einer geht rechts, einer geht links. Ist ja easy. Ja, wobei man muss immer noch zurück und durch die Mitte. Das ist ja der schwierigste Part, aber... Naja. Ist trotzdem einiges easier, wenn man da nicht noch einmal auf die andere Seite rennen muss. Aber fairerweise kann man den halt auch in drei Steps machen. Muss den nicht in einem machen, sonst wäre der, glaube ich, echt der derbste Abfuck im Spiel. Du meinst, wenn man stirbt, muss man das nicht nochmal wiederholen? Ja. Wir reden gerade über den Boss, der jetzt gleich kommt. Das ist ein bisschen anderer Boss als sonst. Das werdet ihr gleich sehen. Der hat quasi links und rechts von sich so zwei Kristalle. Ja. Was soll ich nicht sagen? Ja, doch, okay. Ja, links und rechts von sich zwei Kristalle. Und die muss man beide erstmal zerstören und dann muss man in der Mitte runterjumpen, einen sehr gefährlichen Stunt machen, um den dritten Kristall zu zerstören. Und dann ist er auch schon kaputt, also eigentlich braucht er nur drei Schläge. Allerdings schlägt er so mit Baumwurzeln um sich und kann einen relativ schnell in den Abgrund befördern, zumal auch noch der Boden an verschiedenen Stellen wegbricht. Das ist alles ein sehr... sehr, sehr schwieriger Gegner. Es gibt einen Pattern, man kann sich den zum Beispiel auf YouTube genau angucken, wenn man genau weiß, wo der schlägt, wo die Safe Spots sind. Aber in der Hektik und dann im Geschehen ist es nicht ganz so einfach. Wo ist Kirk? Kirk! Der will es aber auch immer wissen, der Kirk, ne? So, das war Kirk. Und ich glaube, das war das letzte Mal. Jetzt, wenn ich nicht falsch liege, hatte ich eben schon gesagt, bei der Chaos Queen liegt seine Rüstung, die ja gar nicht schlecht aussieht.
Achso, hier waren wir schon, okay. Achso, und was ich noch sagen wollte zum Bed of Chaos. Das Gute ist, dass wenn man einen von diesen Kristallen, die da links und rechts von dem Boss sind, zerstört und man stirbt, dann ist der immer noch zerstört. Das heißt, man muss dann beim nächsten Aufeinandertreffen nur noch den anderen machen. Mhm. Das macht es ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite wäre das auch ohne dieses System so unfassbar frustrierend, weil er ist echt auch ein bisschen... Also wenn man nicht genau auswendig hat, wo die Safe Spots sind, ist es einfach auch ein Stück weit Glückssache, der Typ. Ja. Muss man einfach ganz ehrlich sagen. So, jetzt, sobald du den triggerst, ist Shit am Dampfen, ne? Am besten wäre es eigentlich, wenn du die Typen von oben, von hier oben schon ein bisschen platt machen könntest, ohne die Quest zu triggern. Ja. Er muss allerdings auch Leute töten, dass er das Gefühl hat, er hat es gemacht. Aber wenn er jetzt da runterjumpt, das schafft ihr nicht. Du musst vorher die Typen schon mal anknuspern. Also ich brauche auf jeden Fall eine andere Waffe, weil wenn ich mit der da kämpfe, werde ich ihn treffen. Das ist mir schon zweimal passiert. Das ist so ärgerlich. Nein. Was? Der springt doch runter, wenn du dich näherst, oder? Du musst ihn erst anlabern. Nee, ich muss erst zweimal mit ihm quatschen. Sicher? Ja. Was haben wir denn als Alternative? Hast du es noch im Kopf? Wie wäre es mit unserem Zahnstocher? Keylex, haben wir das ab? Guck mal, dafür brauchen wir Demon Titanite zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auf Level 1. Mit dem Level 1 Keylex brauchen wir gar nicht aufkreuzen. Oh. Tja. Das Ding nehme ich. Darf ich nur nicht aus Versehen. Ich würde die da von oben irgendwie schon mal anbrutzeln mit irgendwas. Ja, bist du dir sicher? Ich habe Angst, dass das unsere Quest versaut. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das die richtige Waffe ist, die du da hast. Welche würdest du denn nehmen? Naja, ich meine, die Typen brauchen nur zwei Schläge, ne? Hm. Und mit dem Black Knight Greatsword zwei Swings kannst du schon, wenn du Glück hast, drei Typen. Ja, aber das mit dem Black Knight Greatsword, dann treffe ich ihn nachher. Das ist mir, wie gesagt, schon zweimal passiert, dass ich ihn aus Versehen getroffen habe. Das ist wirklich, da muss man wirklich drauf aufpassen. Du darfst ihn nur einmal anditschen und die ganze Quest ist im Arsch. Und du musst dich halt beeilen, deswegen, wir sind auch noch fett. Und da unten bewegst du dich langsam. Haben wir den Ring? Das ist wichtig, den dürfen wir nicht vergessen. Und wie viel Damage macht das? 532. Unser Black Knight macht doch bestimmt ähnlich. Hat aber nicht so eine riesige Gefahr, dass ich den erwisch. Na gut, dafür sterben die Viecher auch langsam und machen die halt mehr Schaden. Also es ist eigentlich gehüpft wie gesprungen. Aber mach mal. Ey, ich mach dir auch keinen Vorwurf, wenn es nicht klappt, weil es ist halt auch echt knifflig. Die macht 50 Schaden weniger oder so hier. Aber das nehme ich in Kauf. Ja, aber die trifft halt auch nicht so viele Leute gleichzeitig, ne? Ja, halt aber dafür trifft sie doch, wie gesagt, auch nicht ihn. Das ist mir, Alter, ich werde mit dir, dass ich den treffe, weil der kämpft ja da unten und wenn ich erst um die rumlaufen muss, das würde zu viel Zeit dauern. Ja, mach mal. Okay, ich überlege nur, ob ich jetzt alles habe, ob alles cool ist. Das Dumme ist, da kommt auch einer von hinten. Der ist, glaube ich, genau unter uns. Naja, okay. Also schießt du sie nicht vorher an? Nee, ich meine mal gelesen zu haben, dass das auch die Quest kaputt machen kann. Was? Nee, glaube ich nicht. Ja, sonst könntest du sie auch vorher töten, oder? Nee, der muss schon auch welche killen, aber ich weiß nicht genau die Anzahl oder so. Ja gut, ich kann ja mal... geht eh nicht. Ich könnte jetzt den Bogen rausholen, aber komm, ey. Ja, komm. Oh, oh! Excuse me, I was so absorbed in... Ich glaube, du kannst schon runter, oder? Drifted away. Must be the warmth. Well, what's on your mind? Was? No, don't tell me. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat. You know, I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time... Hier, krutsch mal nach links, man sieht dich gar nicht. Hm. So, jetzt noch einmal quatschen. Friend, I have an idea. A good one, really. I will rush those dire fiends and you can slip away in the confusion. Please, friend,
I owe you much more than this. By the honor of the Knights of Katarina, allow me to assist you. Alter, jetzt hör auf, wir sind kurz vorm Start. Das ist wie, als wenn Major Tom gerade... Wieso so langsam? Einer ist weg. Wir sind viel zu langsam. Weapon broken. Perfect. Timing für Weapon broken. Hat geklappt. Na, noch nicht. Er muss auch eine bestimmte Energie. Er hat ja kaum Schaden genommen. You. Didn't you get away? Well, you saved me. Once again. Oh, thank goodness. Der hat ganz gut reingehauen. I think I'll have a rest. Oh, don't you worry. The ground below me is my pillow. I'll recover. Shortly. Wir haben es geschafft. Es gibt auch die Möglichkeit, dass er jetzt noch stirbt, weil er poisoned ist oder so. Oder? Also. Ja, der steht dann irgendwann, glaube ich, am. Ja? Am Bonfire. Echt? Alter, wir haben es geschafft. Oh, wie gut. Ist auch komisch, dass man seinen Energiebalken gar nicht gesehen hat. Normalerweise sieht man den, dachte ich. Ja, da war gerade so viel Chaos. Okay, der pennt jetzt da wirklich weiter. Na gut. Okay, hier gibt es auch nochmal einen Red Titanite Chunk. Wieso ist eigentlich die Waffe so schnell am Arsch gewesen? Das war von denen, ne? Irgendwie. Ich glaube, das, was die so spucken, macht bestimmt die Waffe kaputt. Okay. Also, hier gibt's halt nochmal ein richtig dickes Ding. Ich gehe erstmal hier. Gucken, ob da das Item liegt. Ey, du bist echt akribisch, ne? Du bist schon so der Steuerberater unter den Zockern irgendwie so. Ja, also hier liegt ein Red Titanite Chunk. Das ist nicht unwichtig, oder? Kannst du alle... Das einzige, des ganzen Spiels. Bei Vorlord Gwinder kannst du die... Du meinst den Titanite Slap? Slap. Okay, das genau, ist... Genau, Slap. Ja, okay. Kann man eine Feuerwaffe... eine Feuerwaffe maxen mit. Mhm. Die liegt genau gegenüber, aber bevor ich da hochgehe, liegt hier halt noch das eine Item. Ach, er hat hier. Mit diesen lustigen Saugnapffüßen. Okay, hier ein Chunk und unten ein Slab. Gehen wir jetzt mal hin. Was ist denn da eigentlich rot oben links als Buff? Ach so, das ist wahrscheinlich... Ah, meine Pyromantenhand ist kaputt. Ah. Kann das sein? Könnte sein, ja. Ja, da stand ja auch Weapons. Das sieht er dann quasi als Weapon an. Ah, nee, das war gar nicht meine... Ach, es war nicht der Hammer, sondern es war die ganze Zeit die Hand. Es war die ganze Zeit die Hand. Deswegen hat der Hammer auch noch so reingehauen. Ah. Ich habe mich gefreut, so Hut. So, und hier versteckt. Ich weiß nicht, wo das hier ist. Lab. So, okay. Und jetzt sind wir durch mit Lost Isolis, bis auf den Boss. Wir haben alles gemacht, jedes einzelne Item geholt. Was ist da eigentlich? Wo? Hier unten. Tot. Ah. Sicher? Ja. Schade. Nee, da geht's nach Lost Isolis in die Tiefgarage, wo die ganzen SpongeBobs ihre Autos parken. Na, wo geht's hoch? Hier geht's schneller. Ja, okay. Jetzt die Wurzel finden. Ne?
Ja, ne? Oder? Ja, sicher. Ich will auch nochmal zocken. Jetzt muss die Wurzel nach oben finden. Links. Oh, oh, oh. Oh, da unten waren wir eben. Wir haben die Quest gelöst. Ey, ich find's richtig gut. Das habe ich noch nie geschafft. Und ich will gleich nicht vergessen, den dann mal am Feierlingsschrein zu besuchen. Ja, du kannst dich auch mal heilen übrigens. Oh ja. So bin ich. Edmund! Okay, auf zum Boss. Einmal noch kurz ihn hier. Und dann ab nach oben. Alles gemacht. Und wie gesagt, da hinten ist der einzige Titanite Demon, der jetzt nochmal spawnt. Der steht da wieder. Ich zeige ihn noch einmal ganz kurz. Man sieht seine Hörner vielleicht, wenn man richtig gute Augen hat. Da kann man Demon Titanite farmen, wenn man will. Super, super Job ist. Demon Titanite Farmer. Hier übrigens kann man sich auch überlegen, ob man andere Sachen anzieht für den Kampf. Schneller oder Rollen oder so. Fast Roll oder... Weil eigentlich ist Damage bei dem nicht so... Ja. Damage ist bei dem nicht so das Problem. Sondern eher, dass der dich halt 100 basht. Ja, wir haben genug Poise. Bei dem nehme ich gerne Poise. Also Standhaftigkeit. Und den Sacred oder den Ring of Sacrifice oder so kann man auch bei dem ganz gut benutzen. Ja, wollen wir mal so ein Ring of Sacrifice? Da haben wir ja 3 Stück von. Ich wüsste jetzt nicht, was man bei dem sonst braucht. Nix. Hm. Also man stirbt nie durch Schaden, sondern man wird immer instant gekillt, wenn er dich runterwischt. Stamina Recovery. Ja, ist auch okay. Aber wir probieren mal jetzt echt den Sacrifice. Weil wir haben ja auch so viel... Humanity. Der Ring of Sacrifice bedeutet einfach, dass man, wenn man stirbt, hat man immer noch alle Seelen und alle Humanity. Es ist eigentlich auch egal, weil man muss eh wieder an diese Stelle hier und kann es dann auch dann einsammeln. Aber, naja. Super. Bis jetzt gut? Bis jetzt läuft's. Und da ist er. Bisschen was von Cthulhu. Rechts. Ah, okay. Ich mache mal rechts zuerst. Rechts? Okay. Ich mache nochmal rechts. Okay. Da ist der Wischer. Oh, schnell gut reagiert. Oh, von hinten. Ganz ab. Okay, der Anfang ist halt okay, aber wenn ich das jetzt umhaue, ja, ist vorbei. Der Sound, der jetzt kommt, finde ich so geil. Man weiß auch nicht, was das ist. Ist es ein Baum? Ist es ein Dämon? Nein, es ist das Bed of Chaos. So, das jetzt eigentlich erst aktiviert ist. Ich bin gespannt, wie du das machst. Jetzt links am Baum vorbei. Hier so? Wow, fuck you! Was für eine fiese Sau. Okay, jetzt haben wir keinen Ring. Pass auf, nimm schnell. Vergiss nicht Orange Ring.
Wo lang? Da, genau da. Ey, man sieht echt nix. Gut ist, die Lücken im Boden, die bleiben dann halt auch, ne? Ja. Der wird also immer leichter. Mit jedem Mal. Aber es ändert nichts daran, dass es trotzdem nervig ist, weil man da so wenig machen kann. Ja, es ist, man muss halt echt Glück haben. Oder man muss halt irgendwie sich im Internet diese Videos angucken, von denen du sprichst. Aber keine Ahnung, ey. Ich meine, das läuft doch eh anders als das, was du im Internet siehst. Stehst du einmal da, ich hab's Meter genauso, weiter? Ich hab's genauso gemacht. Im Internet so ein, wie heißt das hier, so ein Fast Run mir angeguckt, extra bei Bed of Chaos. Echt? Und dann habe ich es genauso gemacht und ich bin beim ersten Mal ohne Probleme durchgekommen. Ach so, weil ich ja halt gut, genau wusste. Ich einfach keine Ahnung, was man da machen muss. Ja, genau. Es gibt halt so drei, vier Safe Spots, bei denen du dich einfach hinstellst und da erwischt dich halt die Item. Wurzel nicht. Item! Ah, hau da ab. Besser ist. Okay. So, der Endboss Slayer. In Spe. Okay, also, motiviert bist du? Soll ich wieder ein Ring of Sacrifice benutzen? Ja, mach. Sollen die Dinger mal loswerden. Das ist nur ein Curse, ne? Okay. Okay. Mal gucken, das wird nix. Einer von den beiden war es. Oh! Komm ich da durch? Nee, ne? Links. Kommst du da nicht vorbei, doch. Oder? Oh. Alter. Das ist so spannend. Mach schneller. Ich halt's nicht aus. Boah, trifft dich da echt nicht, das ist ja krass. Ja, aber jetzt bist du in der Sackgasse, kann das sein? War das der Plan? Nee. Ja, vielleicht kann ich da drüber jumpen. Oh, das sieht aber echt. Nee? Ist zu weit, ne? Ah. Was macht der jetzt? Man muss ja einfach auch mal ganz gechillt an die Sache rangehen. Ja, ne? Edmund Denzel. Oh, Wischer, Achtung! Alter, du! Schild hoch! Alter! Mann, ey. Oh, oh! Alter, das hat Glück gehabt. Das wäre so reingesprungen. Der hat dir das Leben gerettet. Der hat dir das Leben gerettet. Trink vorher, bevor du es kaputt machst. Dann bist du safe, glaube ich, hier relativ.
Okay, jetzt kommt der schwere Part. Wie ging das nochmal? Einfach nur runterrollen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das mit der... Oder war es ein Jump? Ich jump immer. Ein Jump war es. Wie geht nochmal der Jump? Oh, oh. Boah, Alter, noch ein Millimeter, trink die Scheiße! Trink! Boah! Okay, einer ist das Flask. Edmund Denzel kommt nicht aus der Ecke. Sehr gut! Hey, Schild hoch, lieber, Schild hoch! Boah, Alter, ist das krass! Oh nein! Und weiter, und weiter! Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Achtung. Oh, und jetzt. Ah. Was war das? Double Wish. Ah, ja, toll. Alter, war das knapp. Aber ich glaube, der Boden wäre auch nach vorne weggebrochen. Ja. Das wäre auch nochmal gefährlich geworden. Double Wish war das, ne? Double Wish. Der berüchtigte Double Wish. Ja, wie gesagt, Bed of Chaos kann man eigentlich immer mit mindestens 3 Versuchen rechnen. Also, es ist echt. Oh, guck mal. Ey, Ring, 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 Ring. Ja, ich muss nur warten, bis das. Zack, so. Du hast jetzt die einfache Aufgabe, einfach nur noch geradeaus rein zu jumpen, dann darfst du schön weiterzocken. Eddie, du tust mir auch ein bisschen leid, aber das liegt auch daran, weil du auch immer dann so ein bisschen rumpust, ne? Wie, was soll ich denn da machen, ey? Es gab keine andere Möglichkeit. Nein, ich meine, wenn du das Pad verlierst, dann bist du immer wie so ein 6-jähriges Kind, das nicht mehr spielen darf. Von 40 Stunden habe ich 2 Stunden gespielt, das Spiel. Ja, das tut mir auch leid, aber ich kann manchmal da auch nichts dran ändern. Du kannst ja auch mal ein bisschen nicht so rational die Sache angehen, sondern mal, weiß ich nicht, mal mehr rückwärts laufen oder, weiß ich nicht, mal mit Fäusten kämpfen. Du bist ja auch so ultra vorsichtig, das ist ja auch klar, dass man dann nicht stirbt. So, ich lasse sie alle stehen, dann sind wir schnell wieder beim Bed of Chaos. Ja, das ist so ein indirekter Gegner, wie der Drache aus dem ersten, aus Demon's Souls. Den hat man ja auch nicht direkt gekämpft. Wobei am Ende hat man ihm, glaube ich, auf die Schnauze gehauen, aber dann legt er seine Schnauze vorne auf die Klippe. Aber es ist ein komischer Gegner, der gefällt mir nicht so. Also alle sind cool, bis auf der ist irgendwie... Ja, man kann da kaum Einfluss drauf nehmen. Ja, so, das ist einfach, hast ja gesehen, stehen bleiben kriegst du Schaden, laufen kriegst du Schaden. Also es ist irgendwie so ein bisschen, hat nicht so viel mit Skill zu tun, sondern halt auch echt mit Luck. Ja. Und das ist dann halt immer nicht so geil, aber gut. Ist auch der schwächste Gegner, also der vom Design her, der lameste Gegner. Überhaupt Lost Isolis, ich habe eh das Gefühl, so nach Zen's Castle und so und Anor Londo waren geil und danach so Demon Runes und Lost Isolis, könnte ich mir vorstellen, ohne das den FromSoft-Leuten zu unterstellen, dass die so vielleicht gedacht haben, wir müssen das Spiel noch ein bisschen länger machen. Und wen haben wir noch? Ja, ist vom Level-Design schon deutlich schwächer. Ich hab jetzt keinen Sacrifice-Ring drin. So, Cthulhu! So, denk dran, Brücke, aber du kannst, glaube ich, direkt geradeaus laufen. Ja, meinst du? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube. Und dann jumpen. Ja. Wish me like I'm hot. Da über den Podest. Oh. Tut mir leid. Nie darf ich spielen. Ja, aber du hörst ja auch nur nicht auf mich. Du hättest einfach geradeaus weiterrennen sollen. Du bist ab, das Bed of Chaos hat nicht auf dich gehört. Und nein, du hast weiterlaufen abgebremst. Lassen. Guck's dir nochmal an. Du hast abgebremst. Okay. Ich zeig's dir jetzt. Mhm. Und alle unsere Seelen verschwenden, die wir jetzt an der Stelle auch so gut wie unmöglich wieder einsammeln können. Wollte ich nur mal sagen. Naja. Ich hol sie nicht. Wie? Ich mach jetzt den Gegner platt. Du musst sie holen, weil da kommen wir nicht mehr zurück. Weil wenn du da runter droppst, ist da das Bonfire. Da kann man sich immer noch mal hinbiegen. Ja, du könntest dich jetzt wieder Homeward bonen, um da wieder hinzuwerden. Dann bleib ich am Pad. Hm. Muss ich mich wieder opfern, um
deine Versäumnisse gerade zu bügeln. Und dann heißt es wieder, ja, kann ich ja nichts für, dass du nie zockst. Du ja, dann hol die Seelen nicht, wenn du Angst hast, Seelen zu holen, obwohl sie genau auf dem Weg liegen. Und du eigentlich nur den Punkt drücken musst. Nein, das stimmt nicht. Ich gucke, ich lasse mich jetzt mal inspirieren so und werde das spontan entscheiden. Okay, ich hänge. Ja. Okay, auch dreimal dagegen rollen hat nicht geholfen. Das ist halt super nervig, dass man jetzt diesen dummen Scheiß-Drecksweg wieder laufen muss. Die Viecher sind auch so unnötig wie ein Kropf. Die können gar nichts, die sind leicht, die bringen keine Seelen, die sind einfach nur, sag ich ja, das Design von der Welt ist einfach... Naja. Und was ist das überhaupt? Wer hat sich die Teile eigentlich überlegt? Also das ist auch Schwachsinn. Ja, ich finde die eigentlich ganz geil. Mit ihren Saugnäpfen als Füßen, wenn die laufen, hört sich das ja auch so... Na geht's. Willst du irgendwas anderes anziehen, ringtechnisch? Wir haben ja eh nichts zu verlieren. Wir sind echt genau auf dem Weg. Double Drink! Nein! Es waren deine Seelen, die genau die Zeit gekostet haben, die jetzt gerade der letzte Büscher gefehlt haben. Meinst du, Dennis ist es geschafft? Ja, ich war ja schon an der Ledge. War genau eine Sekunde oder was gefehlt hat. Hä? Wieso? Achso, die sind tot. Okay, wieder hochlaufen. Wir spielen halt die ganze Zeit auch mit Felch wohl und es stört überhaupt nicht, ne? Meinst du, wir sind schneller? Ja, vor allem könnten wir eigentlich auch Artorias Great Shield benutzen, wenn wir eh Fat Roll haben. Ich glaube, dann können wir uns gar nicht mehr bewegen, weil guck mal, wir sind schon bei... Ach nee. Ja, wir deutlich drüber. Wir können sogar Havels Shield nehmen, ist mal alles kein Unterschied. Great Shield of Artorias. Schön. Im PvP sehen wir kein Land mit dem. Wegen die flinken Leute. Die uns backstabben. Ja. Keine Chance. Aber wenn wir uns mit dem Rücken gegen die Wand stellen und einfach das Schild hochmachen, ja, kommt da keiner durch. Dann machen sie diese bescheuerte Pyromantenflamme so. Dann sind wir tot. Okay. Hat er nicht genommen. Gedrückt, aber. Jo! Okay. Einfach gerade durchrennen, Seelen aufsammeln, Schlag abkriegen, Double heilen, runterspringen. Double heilen ist auch, das bringt nichts. Naja, mach wie mal. Ich probier's mal. Mach doch. Ich hab eh keinen Bock mehr. Ah,
Warst du mal beim Arzt und hast dich mal auf irgendwie manische Depressionen oder sowas checken lassen? Ja. Das ist ja eine Auf und Ab mit dir. Das hab ich beides. Hast du beides? Manisch und Depression. Okay, da rennt er durch. Da kommt der Wisch. Alter, gib mir die Seelen! Double Wish. Und noch nicht mal die Seelen gekriegt. 8 Humanity, 90.000 Seelen. Ich glaube, ich weiß, wer jetzt zum Arzt gehen muss, ey. Ich hatte das Gefühl, dass ich. Dass diese Wolke Hast du das auch? Nein. Die hat sich bewegt. Mhm. Da unsere Seelen. Ey, wenigstens können wir jetzt festhalten, dass dieses Thema Seelen und Humanity jetzt vom Tisch ist. Ja, okay. Können wir uns jetzt einfach auf den Jump konzentrieren. Es war schade, es waren 90.000 Seelen und, glaube ich, 8 oder 7 Humanity. Aber hey, kommen wir hey. DLC und da gibt's alles, was wir wollen. Ja. Und ey, der Trick ist, einmal an der richtigen Stelle stehen zu bleiben und diesen Double Wish wegstreichen lassen und dann wieder zu gehen. Ich weiß nur nicht genau, wo die Stelle war. Stimmt, vielleicht ist es gar nicht so klug, die gleiche Taktik jetzt nochmal anzuwenden. Die schon dreimal den Tod gekostet. Okay, lauf drauf zu, schon wieder tot. Mist, wann machen wir noch mal? Wir machen doch jedes Mal das Gleiche. Es muss funktionieren, wir müssen es nur oft genug versuchen. Ja, richtig. Erfolg durch Penetranz. Genau. Ja. Okay, dann versuchen wir es jetzt in einer leicht abgeänderten Variante. Es geht nicht, das Spiel ist kaputt. Ah, doch, geht doch. Ah, ja. Guck mal hier, die 1000 Seelen vom SpongeBob, die sind uns sicher. Die nimmt uns keiner. Alright. Okay. Haben wir eigentlich den Flickflack-Ring? Dass wir da durchflickflacken können oder so? Ja, das kannst du ja gleich probieren. Oh ja, der ist gar nicht doof. So, da unten liegen unsere 1000 Seelen und nur Humanity, die SpongeBob-Seelen. Lässt Eddie wahrscheinlich liegen, lässt sich nicht irritieren. Oder? Er hat einen neuen Plan. Los geht's. Wo ist der Wisch? Wisch, Wisch, polieren. Spring. Bam. Sehr gut, sehr gut. Du kannst jetzt noch Schaden vom Feuer kriegen, glaube ich. Also nicht verzagen. Und da unten ist der eigentliche Gegner, der Endboss. Töte ihn! Da ist er! Zeig ihn noch einmal! Da ist die Sau! Oh oh! Ich dachte schon. Ich hätte nie wieder gespielt. Nie wieder. Ich wäre ohne Scheiß jetzt gegangen und kommentarlos und hätte auch nie wieder gespielt. Ich glaube es dir sowas von. So, da haben wir doch unsere Seelen wieder. Sehr gut. So, und lass uns jetzt nochmal gucken, Zwiebelneid, bevor wir das vergessen, weil wir machen ja jetzt wahrscheinlich Schluss, ne? Ja. Schnell auf den Zwiebelneid. Was hat der zu sagen? Oh, wie gut. Wir haben alles geschafft. Oh. Wir haben alle Lord Souls, glaube ich. Das ist ganz krass, wenn du dann diesen Sprung da runter machst. Das ist auch schon so oft passiert, dass er im Sprung dich noch gewischt hat. Ja. Also, weißt du, dass ja, du schon... Ein Drecksgegner. Ja, aber das war super klug, einfach abzuwarten, den Double Wish. Den Double Wish abwarten. Dann während der Polierphase einfach runter zu springen. Wie, aber das ist auch, oder umgekehrt, es ist einfach super dumm, jedes Mal in den Double Wish reinzurennen. Ja, aber
Also wir haben ja nie gesagt, dass wir klar sind, ne? Nein, das stimmt nicht. Da ist er. Oh, hello again. Hey, we're both managing quite well, aren't we? But I haven't found my father yet. Have you seen? Really? Then I'm sorry he's caused you trouble. Ja, okay, dann müssen wir nochmal zu Lost Isles und dann treffen die sich da oder so. Wieso ist der Typ eigentlich immer noch da? Unten. Der ist doch irgendwann in Anor-Londo. Ah, hallo there. You bring a strike. What? Tell me. Why, yes, sir. Thank you for... I'm still a knight. I'm in good. Ah, du hast ihm jetzt deine Sprüche beigebracht, die du da gefunden hast. Hm. Jetzt können wir da kaufen. Goodbye. Be safe. Wir können das Rite of Kindling benutzen. Ja, wir haben keine Humanity gerade. Na egal, das sind alles Themen für die nächste Folge. Denn hier endet die Reise von Edmund Denzel vorerst. Als nächstes DLC, oder? Ja, DLC auf nach Ulysseal, oder wie das heißt. Ja genau, Ulysseal. Und es geht gleich mit dem Boss los. Es kommen jetzt drei Bosse noch. Und die haben es alle samt in sich, kann man schon mal sagen. Und zwei davon sind die geilsten im Spiel, wenn man so will. Ja, ja. Und also die sind jetzt richtig schwer. Und der eine ist auch riesig. Und der andere ist ein Drache. Und da haben ganz am Anfang kämpfen wir gegen diese Chimären. Wusstest du, Manticore. Ja, genau. Wusstest du, dass wenn man die tötet und nochmal hinkommt, kann man wieder gegen die kämpfen. Dann sind es zwei. Echt? Ja. Okay. Ja, die war auch ordentlich schwer. Egal, das gibt's alles in der nächsten Folge von Knallhart durchgenommen am Freitag. Also bis dahin, tschüss!